Hey, ja, ist der Stoppen. Hier ist der Diebster und willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar diesmal ein Spiel, entwickelt von Game Republic und gepublished von Bandai. Ja, und zwar spielen wir euch ein Action-Adventure diesmal aus dem Jahr 2008. Und zwar Dragon Ball Origins. Ja, mein Supergenerator hat wieder zugeschlagen und hat mir dieses Spiel aus meiner Sammlung präsentiert. Ja, Dragon Ball Origins ist es. Mit Dragon Ball, muss ich zugeben, habe ich nicht so viel Erfahrung. Hab einzelne Episoden mal gesehen. Kenne ja grundsätzlich die Story. Ja, das heißt, die sieben Dragon Balls werden zusammengefügt und dann taucht, glaube ich, ein Drache auf, der dann ein Bundes gewährt. Und ja, ein paar Charaktere kenne ich grundsätzlich auch vom Namen her, auch wenn ich deren Rolle nicht ganz genau weiß entsprechend. Und sonst, ja, war es das, was ich über Dragon Ball weiß. Also fein, Details weiß ich nicht. Ich hoffe, mit dem Spiel kommt trotzdem hier zurecht. Ja, wir können anfangen mit einem neuen Spiel, was ich total blind angehen werde. Hab das Spiel noch nie gezockt. Und ja, es wird daher Zeit, das mal zu machen. Das Spiel ist übrigens freigegeben ab 16 Jahren, die ich auch noch erwähnt haben. Also ist Dragon Ball auf Nintendo DS und ist ab 16. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich hohe Altersfreigabe für das Spiel auf Nintendo DS. Aber willst du noch eine Gründe haben? Also falls ihr keine 16 Jahre alt seid, müsst ihr in der Stelle abschalten? Alle anderen. Ja. Weiter jetzt mit einem neuen Spiel. Euren neuen Namen eingeben müssen. Müssen einen Namen eingeben müssen für den Spielstand. Natürlich nehme ich meinen Namen. Das ist in dem Fall Diebster. Wer hätte das gedacht? Hahaha. Ja, passt auf, weil 8 Zeichen sind ideal. Und ich würde sagen, ja, wir legen los und schauen, was uns erwartet. Also, los geht's. Es ist sehr lange her. In einer geheimnisvollen Zeit, die niemand kennt und von der niemand weiß. Weit hinter dem Ozean, in einem fernen, magischen Land, lebt ein Junge tief in den Bergen. Grrr, grrr.
praktisch. Ja, sehr praktisch. Jetzt haben wir Feuerholz. Ich habe Hunger. Großvater, ich hole etwas zu essen. Was esse ich nur? Ja, keine Ahnung. Großvater meinte übrigens, ich soll heute meinen Körper trainieren. Sangoku. Der Berg Pauso ist ein idealer Trainingsort. Für alle Dragon Ball Fans, tut mir leid, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Wenn ich das nie komplett gehört. Wenn die Ortschaft kenne ich auch nicht so wirklich, deswegen, falls ausgesprochen habe, tut mir das leid. Ist nicht beabsichtigt. Also nicht schlagen oder Daumen runter geben oder so, nur weil ich etwas falsch ausspreche. Passiert dann halt einfach, wenn man das einfach nie gehört hat vorher. Hatte ich auch keine Sprachausgabe, dieses Spiel. Zumindest bisher nicht. Deswegen. Ja, wie gesagt, habt ein bisschen Nachsicht mit mir. Auf den Bergen gibt es Früchte, Fische im Fluss und viele Lebewesen. Auf den Ebenen. Das Leben selbst wird dich trainieren. Lauf über die Ebenen und über die Berge und werde stärker. Großvater war wirklich stark, also sollte auch ich mein Bestes geben. Dann fangen wir an. Bestimme durch Berühren des Bildschirms die Richtung, in die Son Goku gehen soll. Bleib mit dem Touchpad mit dem Bildschirm in Kontakt und Son Goku läuft weiter in diese Richtung. Ja, aus dem Grund habe ich auch die Maus deaktiviert. Damit ihr das nachvollziehen könnt, wo ich hier drauf drücke. Ja, so zum Beispiel. Ja, ich überlege, ob ich die Maus drin lasse. Aber es stört dann vielleicht euch, vielleicht in Zwischensequenzen oder so. Deswegen habe ich das so gemacht, weil es ja relativ Zwischensequenzlastig, glaube ich, sein soll, dieses Spiel. Ich habe auch diesen schwarzen Balken hier drin, weil der wirklich die Entfernung entsprechend bedeutet. Also dieser Brunnen, den wir da jetzt oben jetzt sehen, der ist jetzt nicht sofort hier, sondern ist jetzt zwischen den beiden Bildschirmen und taucht hier wieder auf. Ja, deswegen haben wir das jetzt so gemacht, damit das ein akkurateres Bild ergibt. Hat leider einen Nachteil bei euch, dass das Bild eigentlich ein bisschen schmaler ist, aber ja, ist besser so, als die, ohne diese Begrenzung zu machen. Sieht ja ein bisschen kaputt aus, das Bild. So ist das nachvollziehbarer, finde ich. Falls ihr das stört, schreibt es gerne in die Kommentare. Falls ihr lieber Maustracker sehen wollt und so, schreibt das gerne, könnt ihr gerne schreiben und dann versuche ich das zu beherzigen. Aus dem Grund ist auch nebeneinander nicht so gut, diese beiden Bildschirme, weil das sieht auch ein bisschen komisch aus. Ich bin allgemein dann kein Freund davon, die DS-Bildschirme nebeneinander zu machen. Habe ich beim letzten Let's Play auch schon gesagt. The World Ends With You. Da konnte man eins ohne Begrenzung spielen, also ohne den schwarzen Balken gut spielen. Hatten mir keinen. Waren wirklich beide Bildschirme wirklich abgetrennt. Das ging ja besser als hier, wo es quasi ein großer Bildschirm ist. Hier muss ich jetzt hier hin. Aber hier lang, aber was? Ich kann nur laufen, Hilfe! Du kannst einen Weg finden, selbst wenn es keinen Pfad gibt. Über kleine Spalten wie diese kannst du hinwegspringen. Großvater konnte so hoch springen, dass man meinte, er könne fliegen. Und ich kann ja jetzt auch so hoch springen. Berühre eine Stelle auf der anderen Seite, um über kleine Spalten zu springen. Manche Spalten sind zu groß zum drüber springen. Also sei bitte vorsichtig. Okay. Jetzt geht's. Ja, heile rübergekommen. Sehr gut. Geh mal hier lang. Son Goku, dein Körper und dein Geist müssen gesund sein. Also achte auf deine Gesundheit und dein Ki. Dein Ki? Was ist denn Ki? K
keine Idee. Die Anzeigen unten auf dem Touchscreen zeigen Son Gokus Gesundheit und Ki an. Die Gesundheit ist oben und das Ki ist unten. So eine Art Mana? Wenn Son Goku von Gegnern getroffen wird oder in Wasserlöcher fällt, sinkt seine Gesundheit. Wenn Son Gokus Gesundheit auf 0 sinkt, ist das Spiel vorbei. Son Goku verbraucht Ki, wenn er Spezialangriffe ausführt. Klingt wirklich ein bisschen nach Mana. Das Ki wird aber wieder aufgefüllt. Wenn Son Goku kein Ki mehr hat, kann er sich für kurze Zeit nicht mehr bewegen. Das klingt ja auch nicht so toll. Okay. Du kannst dich einfach aufgeben, weil du nicht weit genug springen kannst. Mit diesem Felsen kommst du hinüber. Siehst du? Son Goku, du musst sowohl deinen Körper als auch deinen Geist trainieren. Okay. Wirf den Felsen in den Fluss und bau dir einen Trittstein. Wie mache ich das? Berühre die Felskante, um dich neben ihn zu stellen und bewege ihn dann. Wenn Son Goku in den Fluss oder ein anderes Gewässer fällt, nimmt er Schaden. Kann er nicht schwimmen? Kann Son Goku nicht schwimmen? Mir war es so, als gäbe es mal bei Dragon Ball eine Folge, wo er schwimmen, geschwommen ist. Aber was weiß ich denn schon? Also pass auf! Okay, Mann. Ach so, Was ist denn da? Eine Truhe? Ist das eine Truhe? Sieht so aus, ja? In Schatztruhen kannst du echt coole Sachen finden. Wenn du eine siehst, solltest du sie öffnen. Okay. Stell dich nah an die Truhe und berühre sie. Dann geht's ja auf. Schatztruhen enthalten seltene und wichtige Gegenstände. Okay, was denn, Wappel? Das sieht ja, das irgendwie ein Zelda. Du hast ein Gesundheitsteil für Son Goku bekommen. Oder anders ausgedrückt, Link hat ein Herzteil gefunden. Ja, erinnert mich jetzt Teil dran, ja, an Zelda, aber ganz lange her, weil ich Zelda gespielt habe. Aber nur einen Teil gespielt, muss ich zugeben. Den für den Game Boy. Den ersten Game Boy Teil für den Zelda. Ich glaube, das war Link's Awakening, wer das noch kennt. Lange, lange her, ich sag ja. Das war mein erstes Spiel sogar für. Dann für den Game Boy. Ja. So lange ist das wirklich nun her, ey. Gefäße und kleine Felsen sind klein genug, dass du sie herumtragen kannst. Wenn du sie aufgehoben hast und dann wieder wegwirfst, zerbrechen sie. Son Goku kann manche Gegenstände aufheben, indem er sich einfach darüber hinweg bewegt. Wenn Son Goku etwas festhält, berühre und halte den Touchpad auf dem Bildschirm und Son Goku bewegt sich in die jeweilige Richtung. Berühre den Bildschirm, damit Son Goku den Gegenstand wegwirft, den er festhält. Ach so, man kann dann laufen und dann muss man den auch wieder loslassen. Also, okay. War aber irgendwo so ein Stein hier? Müssen wohl nochmal dagegen laufen? Okay. Okay. Ich flute nicht. Okay, keine Katastrophe. Wo muss ich jetzt hin? Wo geht's hier weiter? Ah, da ist ein Pfeil. Da ist der Pfeil.